Wir haben uns gerade zur letzten verabschiedet, aber es ist schon die erste im neuen oder im schon laufenden Jahr. Wer unsere BRCA-Themenreise der Deutschen Stiftung Eierschutz seit einigen Jahren vielleicht verfolgt, weiß, dass wir immer so eine kleine Dramaturgie durchs Jahr haben. Wir haben vier Veranstaltungen online und die erste beginnt mit Diagnostik, die nächste geht rund um Ersttherapie, dann Rezidiv und um die Nachsorge, unsere vierte Themenreise. Ich freue mich sehr, heute mit unseren Partnern von der Charité, mit dem Team der Charité und Professor Cerulli den Startschuss zu geben für die erste zum Thema Diagnostik und begrüße an der Stelle erstmal Herrn Professor Cerulli, dann ein neues Gesicht, sehr, sehr schön, Marlene Lee, eine Ärztin im Team von Herrn Professor Cerulli und Dr. Robert Armbrust, den kennen Sie schon, der begleitet ja als unser Experte schon seit vielen Jahren die BRCA-Themenreise. Gleich zu Beginn vielleicht ein kleiner Tipp. Wir haben ja unser Studienportal GYN bzw. unser Studienportal Eierstockkrebs, wo immer wieder neue Studien vorgestellt werden. Und gleich am Anfang des Jahres freuen wir uns, zwei neue Studien zu präsentieren. Ich teile mal kurz den Bildschirm. Und das ist zum einen die SCOUT-1-Studie und die NITO-33. Und Herr Dr. Armbrust wird ganz kurz mal sagen, was es in der einen oder anderen Studie geht. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne auf dem Studienportal nochmal die Details lesen. Robert, magst du kurz was dazu sagen? Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal nochmal für die Organisation. Und wir freuen uns wirklich, dass wir diese BRCA-Tour jetzt schon wirklich seit einigen Jahren durchführen und auch das Interesse immer größer wird und mittlerweile wir ja auch in vielen Städten Deutschlands vertreten sind. Und wie du schon gerade angesprochen hast, ist das Thema Studien so eines der zentralen Punkte auch in diesen Veranstaltungen, weil wir, und das kann man einfach nicht oft genug sagen, der Meinung sind, dass eine Studienteilnahme, sagen wir mal, ein ganz wichtiges Element sein sollte in der Behandlung von Eierstockkrebs und auch den entsprechenden Zentren. Es gibt von internationalen und nationalen Studiengruppen und verschiedensten Richtungen aus der Wissenschaft die generelle Empfehlung eigentlich, dass Patientinnen mit Krebserkrankungen im Rahmen von Studien behandelt werden sollten. Meistens in etwas fortgeschrittenen Therapiesituationen, aber eben auch schon direkt vom Anfang an. Und deswegen kann ich Sie, wie gesagt, wirklich nur dazu ermuntern, daran teilzunehmen. Wir wissen, wie gesagt, dass das gut bewiesen, dass es eigentlich nur Vorteile für Sie bringt. Und diese SCOUT-Studie zum Beispiel ist so ein Beispiel dafür. Das ist eine reine Beobachtungsstudie. In einem der anderen BRCA-Touren habe ich Ihnen auch schon mal erklärt, wofür diese ganzen Begriffe stehen, die Sie dort finden. Die haben nämlich alle eine Bedeutung. Das kann man, die alten Vorträge kann man übrigens auch online sich noch anschauen. Aber darum soll es heute nicht gehen. SCOUT-Studie ist eine Studie, wo Sie quasi vom Anfang von der Diagnose mit der häufigsten Typ Eierstockkrebserkrankung bis zum Ende beobachtet werden. Ja, weil wir haben ja schon in der Medizin oft das Problem, wir sehen sie in der Behandlung, wir sehen sie in der Therapie, wir sehen sie vielleicht auch in der Nachsorge, aber wirklich einen mehrjährigen Verlauf der Erkrankung, der Nebenwirkung, der Komplikation, der ganzen Herausforderung zu sehen, ist gar nicht so banal, wie das klingt. Und das sind einfach extrem wichtige Informationen für uns. Und die zweite Studie ist eben so eine typische Studie, die für eine Therapiesituation da ist, für vorbehandelte Patientinnen, für Patientinnen, die ein Rezidiv haben, wo der Eierstockkrebs eben wiederkommt, die eine im weitesten Sinne relativ neuartige Therapiekombination untersucht, wo eine Substanz aus der Klasse der PARP-Inhibitoren, das kennt viele, da geht es um DNA-Reparatur, zusammen mit einer Immuntherapie kombiniert sozusagen untersucht, für eine bestimmte Gruppe. Ob Sie dafür in Frage kommen, sehen Sie auch schön hier sozusagen auf der linken Seite. Dafür haben wir nämlich das Studienportal entwickelt, wo Sie Ihre Erkrankung eingeben können, wo Sie Ihren Wohnort eingeben können, wo Sie schauen können, ob ein Zentrum sozusagen in der Nähe ist. Und im Idealfall, ich glaube, für die Studie haben wir es noch nicht, aber kommt sicherlich bald auch eine Laienerklärung bekommen, worum es dabei überhaupt geht. Wofür vielleicht als kurzen Einstieg und wir hören später nochmal. Vielen, vielen Dank genau für den kurzen Einstieg und die kurze Übersicht. Ja, das erste Thema heute, die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs behandelt die Information, die Aufklärung rund um Eierstockkrebs, aber da sind auch
Eileiterkrebs und Bauchfellkrebs meist inkludiert. Aber gleichzeitig scheint es auch Unterschiede zu geben, Herr Professor Siguli. Und das soll heute mal das Thema sein. Aufklärung zu Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Eierstock-, Eileiter- und Bauchfellkrebs. So, dann erstmal herzlichen Dank auch für die wirklich nachhaltige Organisation. Ich weiß gar nicht, wie lange schon unsere BRCA-Tour existiert. Wahrscheinlich 8 Jahre? 7 Jahre? Mhm. 7 Jahre. Gut, soll ja was Positives sein, die 7 aufzurufen. Erstmal vielen Dank und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir eben immer weiter dranbleiben, die Patienten zu informieren, aufzuklären und bin auch ganz begeistert, wie Sie sich da auch selbst immer wieder auch die Informationen holen. Und für mich ist das heute auch eine Freude, weil Ärzte manchmal wirklich vergessen, Dinge ganz einfach zu erklären, die ja gar nicht so einfach sind und die sie manchmal selbst sogar nicht verstehen. Und deswegen fand ich das auch ganz spannend, dass wir eben heute einfach nochmal das versuchen zu klären, was Eierstock, Eileiter und Bauchfellkrebs ist. Und man geht immer ja davon aus, dass es unterschiedliche Erkrankungen sind. Und wir haben ja mitbekommen, dass sich die Tumorbiologie in der Geschichte der Medizin sich mehr und mehr verändert. Also man hat früher immer gedacht, es ist ein Krebs für alle Situationen. Aber wir wissen, dass auch der Eierstock, Eileiter und Bauchfellkrebs unterschiedliche Tumorgeschichten in sich trägt. Und diese Geschichtenschreiberei wird auch weitergehen. Das ist eigentlich das klassische Charakteristikum der sogenannten personalisierten Medizin. Und zwar, dass man eben weggeht von dieser oberflächlichen Betrachtung, dass alle Krebsarten gleich sind und alle Medikamente und alle Operationsschritte bei jeder Patientin gleich sind, sondern das hat etwas mit der Individualität zu tun. Das heißt, die Beziehung von Krankheit und Gesundheit, darauf gehen wir heute auch nochmal ein, und natürlich damit zu tun, welche Tumorbiologien und welche Treiber in der sogenannten Pathogenese oder Tumorogenese, also wie ein Tumor entsteht, was sind dort die ursächlichen Treiber? Und wir haben ja hier heute die BRCA-Tour. Warum BRCA-Tour? Weil das der erste Biomarker war, der eben uns dabei geholfen hat, die Therapiestrategien etwas zu verändern. Und deswegen ist das so relevant, wenn wir über Bauchfell, Eierstock und Eileiterkrebs uns Gedanken machen, dass wir trotzdem erstmal verstehen, um was geht es eigentlich beim Eierstockkrebs und Eileiter- und Bauchfellkrebs. Und da geht es natürlich darum, dass wir unterschiedliche Entstehungsmechanismen haben. Also, in diesem Schaubild habe ich Ihnen gezeigt, hier eine Zyste und ein gutartiger Tumor. Das nennt sich Adenom. Und dieser Tumor, gutartiger Art, kann in einen sogenannten Borderline-Tumor übergehen. Borderline gibt es ja auch in der Psychiatrie. Das ist immer was etwas dazwischen. Dazwischen aber bei ganz nah bei gutartigen. Und von diesem gutartigen Adenom zum eigentlich immer noch gutartigen Tumor Borderline, der aber eben das Potenzial hat, in einen Krebs zu übergehen, nennt sich eben dieser sogenannte niedrig maligne oder wenig maligne Krankheitsentstehungsweg, wo eben aus der Zyste, dem gutartigen Tumor, der Borderline-Tumor und dann ein sogenannter hochdifferenzierter Krebs entstehen kann über einen Zeitraum, wahrscheinlich über viele, viele Jahre. Und das ist also so ein richtiges Treppenphänomen. Aus der ersten Stufe wird eine zweite Stufe und eine dritte Stufe. Und dieser Krebs ist, wie gesagt, hochdifferenziert und typischerweise ein langsam wachsender Tumor, der in der Regel nicht mit der Genetik zusammenhängt, wie dem BRCA, in der Regel niedrige Tumormarker aufweist, und eben in dem klassischen ein sogenanntes G1, das heißt, man vergleicht die Differenzierung. Und das ist eben dieser sogenannte Low-Grade-Krankheitsweg, der im Gegensatz zu diesem High-Grade-Krankheitsweg eben ein Sprungphänomen darstellt. Von einer Zyste direkt in ein Stadium 3 oder 4, eher schnell wachsend, hohe Tumormarker, typischerweise mit Bauchwasser. Und der kann eben mit unserem Angelina-Jolie-Effekt, mit der BRCA-Mutation zusammenhängen. Also bei Low-Grade-Karzinom ist das so gut wie immer ausgeschlossen. Bei BRCA
kann es bei 15-20% der Fälle der Fall sein. Und das ist eben beim Borderline oder beim Low-Grade-Pathway, also Krankheitsweg, der Fall, dass eben der Tumor, die Eierstockkrebszelle tatsächlich im Eierstock entsteht, und zwar an der Oberfläche dieses Eierstockes, der ja normalerweise für die Eizellenproduktion und Speicherung verantwortlich ist. Und im Gegensatz dazu, der High-Grade-Krankheitsweg, der in der Regel von dem letzten Drittel der Eileiter im Sinne einer sogenannten Wächterproteinveränderung in ein Vorkrebs oder einem ganz, ganz frühen Tumorstadium, wo es noch gar nicht richtig Krebs ist, rückwärts vom Eileiter zum Eierstock geht und dort zum Eierstockkrebs wird. Das heißt, der entsteht gar nicht im Eierstock. Und das ist eben in der klassischen Weise beim High-Grade-Eierstockkrebs. Und das Tubenkarzinom ist im Eileiter und kann aber in allen Abschnitten letztendlich entstehen, ist aber tumorbiologisch eben sehr, sehr nahe diesem High-Grade-Karzinom. Weil natürlich diese Krebsvorläuferstufen nicht nur rückwärts im Eierstock entstehen können, sondern auch natürlich im Eierleiter, was ja ein Brückenkonzept ist, tatsächlich eben zum Krebs wird und zum Krebs geschwulst werden kann. Und vielleicht zur Erinnerung, ich hatte heute eine Patientin, eine nette Patientin aus Kamerun. Und die hatte eben 4 Kinder geboren, hatte sich dann bei der Entbindung die Eileiter sterilisieren lassen und hatte jetzt heute den Wunsch, ob ich diese Eileiterdurchschneidung wieder rückgängig machen kann. Warum? Weil sie hat so Hitzewallung und sie hat zugenommen und so weiter. Und dann habe ich ihr erstmal erklärt, dass der Eileiter ja gar nichts mit Hormonen zu tun hat, sondern der Eileiter ist ja nur der Kanal, die U-Bahn, um von der Eizelle, vom Eierstock zur Gebärmutter zu gelangen. Also die macht selbst gar nicht an Hormonen, habe ihr das auch erklärt, dass man eher jetzt die Hormone per se und die Schilddrüse untersuchen sollte, als eben den Eileiter zurück zu operieren. Ja, also das ist der High-Grade. Eierstockkrebs kann also einmal eben aus dem Eierstock entstehen. Das ist der Low-Grade-Krankheitsweg. Dann kann das eben hier im letzten Drittel des Eileiters entstehen. Und dann kann es aber auch in Verbindung mit der Endometriose aus der Gebärmutterschleimhaut entstehen, die letztendlich verstrengt ist. Und es kann entstehen aus so einer Art Magen-Darm-Zellen, die aber nicht aus dem Magen-Darm kommen und auch nicht wie Magen-Darm reagiert, aber die sehen so aus und sind auch im Eierstock entstanden, wo man aber noch nicht 100% versteht, woher der eigentlich kommen kann. Und der Krebs kann auch direkt im Bauchfell entstehen, ohne Eierstock und ohne Eileiter und ohne Gebärmutter. Ja, es gibt ja Frauen, die sich zum Beispiel im Rahmen dieser BRCA-Mutation die Brüste operieren lassen im Sinne einer sogenannten subkutanen Mastektomie. Das heißt, man nimmt das Brustdrüsengewebe heraus, um einem Brustkrebs vorzubeugen und entfernen die Eierstöcke und den Eileiter als vorbeugende Maßnahme. Und das ist wirklich die sicherste Methode. Aber 3% der Frauen können bei dieser Belastung einen Eierstockkrebs bekommen ohne Eierstöcke. Und zwar warum? Weil diese Zellen, die hier entstanden sind, die können natürlich hier im Eierstock, können aber auch im Bauchfell ruhen und erst nach 5 oder 10 Jahren zum Ausbruch kommen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, Bauchfellkrebs gibt's nur bei Frauen. Nur bei Frauen. Und ich erkläre auch gleich warum, weil eben auch dort die Vorläuferzelle aus dem Eileiter kommt. Es gibt keinen Bauchfellkrebs bei dem Mann. Es gibt Krebsarten, die in den Bauchfell streuen. Das ist aber kein Bauchfellkrebs. Das ist dann ein Magenkrebs oder ein Darmkrebs, der dann in die Bauchhöhle springt. Und das ist hier eben das Bauchbildschema. Und von der Diagnose kann ich Ihnen sagen, die Unterscheidung zwischen Bauchfellkrebs und Eierstockkrebs lässt sich durch das Mikroskop nicht klären. Und es gibt auch keine eigene Einstufung oder Klassifikation für Bauchfellkrebs, sondern Bauchfellkrebs stuft man wie Eierstockkrebs ein und in derselben Klassenordnung.
Das heißt, es gibt keine eigene Klassenordnung für Bauchfellkrebs, sondern es wird immer die Eierstockkrebsklassifizierung benutzt, weil eben das gleich ist. Und der einzige Unterschied zwischen Eierstock und Bauchfellkrebs ist, dass die Dominanz der Tumorlast eben beim Eierstockkrebs eher im Eierstock ist und hier der Tumor im Eierstock eben sehr ausgeprägt ist. Und beim Bauchfellkrebs sind die Eierstöcke entweder unauffällig oder nur ganz oberflächlich befallen. Das ist die Unterscheidung zwischen Eierstockkrebs und Bauchfellkrebs. Und man spricht auch von einem sogenannten extraovariellen Eierstockkrebs des Bauchfellkrebses. Extraovariell, extra heißt neben oder außerhalb und ovar heißt Eierstock. Also außerhalb des Eierstock befinden Eierstockkrebs. Verrückt. Aber die medizinische Sprache, wissen Sie ja, ist manchmal seltsam. Ja, aber so ist die Definition und vielleicht finden wir ja gemeinsam eine neue Sprache. Aber das Ihnen zu erklären. Also, es gibt Frauen, die eben überwiegend einen Bauchfellkrebs dominierenden Tumor hat. Und dann gibt es Frauen, die haben eben eher einen Tumor, der lokal oder eben zum Beispiel in den Lymphknoten fokussiert ist. Ja, also gerade Frauen mit Eileiterkrebs haben sehr häufig Lymphknotenmetastasen und dann muss auch der Biomarker nicht massiv erhöht sein. Das erstmal so als Grundlage der Behandlung beim Eierstockkrebs, Eileiter und Bauchfellkrebs bedeutet Operation in der Regel ohne Kontakt zur Chemotherapie, dann die Chemotherapie, um die Zellen weiter zu reduzieren, zu vermindern, dann im Anschluss die Erhaltungstherapie. Das ist das Drei-Säulen-Konzept, was wir 2019 hier in Berlin mal ausgerufen haben. Und dann, so hatte mir die Frau Fechner, hat man das abgestimmt, dass wir das nochmal zusammenfassen. Eierstockkrebs, Eileiterkrebs, Bauchfellkrebs, eine Diagnosegruppe, kein Unterschied in der Tumorbiologie, keine unterschiedlichen Konzepte in der Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Wichtiger als die Organstruktur, Zugehörigkeit ist die Tumorbiologie und das sogenannte multimodale Therapiekonzept. Das als mein Destillat für dieses Thema. So, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und freue mich jetzt zum ersten Mal auch hier zu sein. Genau, und ich darf heute ein bisschen was darüber erzählen, wie man sich am besten auf eine Krebstherapie oder auf eine Operation vorbereiten kann. Ich bin eine der Ärztinnen eben an der Charité und ich betreue auch ein Projekt, bei dem wir gerade in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen so einen perioperativen Behandlungspfad testen oder implementieren. Das ist auch zusammen gemeinsam mit Professor Seuli und auch Herrn Dr. Armbrust betreuen wir dieses Projekt. Und da geht es darum, die Behandlung und die Versorgung rund um eine Operation zu verbessern. Das machen wir mit ganz einfachen Maßnahmen, die aber in Kombination synergistisch wirken und zusammen dazu beitragen, dass man sich nach einer Operation einfach besser erholt, schneller genesen kann, früher aus dem Krankenhaus entlassen werden kann, früher mit der Anschlusstherapie anfangen kann und auch bessere Lebensqualität hat. Und es geht im Grunde darum, dass man einfach die Stresssituation einer Operation, denn eine Operation ist einfach eine Stresssituation und die bringt den Körper aus dem Gleichgewicht, dass wir versuchen, mit diesen Maßnahmen den Körper so gut im Gleichgewicht zu halten wie möglich. Und ein ganz einfaches Beispiel ist einfach schon vor der OP, dass wir den Patientinnen diese langen Fastenperioden, wo Patienten einfach lange nichts zu essen bekommen, nichts zu trinken bekommen und dann ganz ausgehungert, ohne Energie in so eine große OP reingehen, dass wir die sozusagen verkürzen. Und was wir zusätzlich machen, ist, dass wir nicht nur rund um die Operation das machen, sondern eben früher ansetzen. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema, nämlich wir beginnen schon mit der sogenannten Prähabilitation. Viele von Ihnen kennen bestimmt das Prinzip der Rehabilitation, wo man nach einer Operation oder auch nach einer Erkrankung in eine Rehabilitation geht, um sich dann wieder zu erholen und wieder fit gemacht zu werden. Und wir machen dieses Konzept, in den letzten Jahren hat sich das auch in anderen Fachrichtungen durchgesetzt, jetzt schon vor der Operation. Denn der Zeitraum von Diagnosestellung bis zur Operation oder bis zum Beginn einer Therapie ist unglaublich wertvoll und den kann man nutzen. Natürlich denkt man immer, man möchte so schnell wie möglich mit einer Therapie anfangen, aber bereits eine oder zwei Wochen reichen aus, um den Körper
und den Geist schon auf die Therapie vorzubereiten. Denn, und jetzt komme ich auch gleich schon zu dem Prinzip der Prähabilitation, es ist so, dass wir uns erhoffen, dadurch, dass man den Körper und den Geist vorbereitet auf eine Operation, dass er sich dann hinterher auch schneller wieder erholen kann. Und ich habe Ihnen hier die drei Säulen der Prähabilitation mitgebracht. Zum einen die körperliche Aktivität, Ernährung und die mentale Gesundheit. Man hat nämlich gesehen, dass ein Konzept aus drei Säulen synergistisch am wirksamsten ist, als jede Säule für sich sozusagen. Beginnen wir mit der ersten Säule, die körperliche Aktivität. Man konnte in vielen Studien zeigen, dass körperliche Aktivität einen positiven Effekt auf die Lebensqualität hat, sowohl während als auch nach einer Krebstherapie. Und es ist natürlich, zieht auch darauf ab, den Körper, die Muskeln und das Herz-Kreislauf-System für eine Operation oder für eine Therapie vorzubereiten. Wichtig dabei ist vor allem, dass man die Muskelmasse so gut wie möglich erhält und nicht zu viel Muskelmasse verliert und eben das Herz-Kreislauf-System aufrechterhält. Genau. Idealerweise, sagt man immer, sollte eine Stärkung der drei großen Muskelgruppen erfolgen, also der Beinmuskulatur, der Armmuskulatur und der Rumpfmuskulatur. Laut den diversen Sportgesellschaften ist empfohlen, dass man das dreimal pro Woche macht und ergänzend mit einem Ausdauertraining dreimal pro Woche. Das ist natürlich der Idealfall, aber ganz wichtig ist einfach, dass die beste körperliche Aktivität diejenige ist, die Sie auch tatsächlich machen. Also machen Sie das, was Sie sowieso gerne machen, worauf Sie Lust haben und was Sie auch gut durchführen können. Selbst ein kleiner Spaziergang hat bereits einen positiven Effekt. Wenn Sie das Gefühl haben, heute kann ich nicht nach draußen gehen, um Sport zu machen, können Sie auch das Fenster aufmachen, Übungen am offenen Fenster machen. Machen Sie das, worauf Sie sich, was Ihnen gut tut und was sich gut anfühlt für Sie. Versuchen Sie sich dabei nicht zu übernehmen. Kommen wir zur nächsten Säule der Ernährung. Und zwar ist es so, dass ein ungewollter Gewichtsverlust immer ein Zeichen ist für eine Mangelernährung und ernst zu nehmen ist. Egal bei welchem Ausgangsgewicht, auch bei Übergewicht sozusagen. Denn man verliert nicht nur Fettmasse, man verliert auch ganz viel Muskelmasse und die auch relativ schnell. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es wichtig, dass wir versuchen, die Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Die Tipps der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind, wie auch bei sozusagen nicht krebserkrankten Patientinnen, essen Sie so vielfältig wie möglich und versuchen Sie, einseitige Ernährung zu vermeiden. Wichtig ist aber auch, dass Sie das essen, worauf Sie Lust haben. Versuchen Sie, keine Krebsdiäten zu machen, nicht auf Zucker zu verzichten, sondern wirklich das essen, was Sie können und worauf Sie Lust haben. Und genau, das Wichtigste ist dabei immer, auf das Gewicht zu achten, es möglichst zu halten und eine Mangelernährung zu vermeiden. Also Lebensmittelvielfalt genießen, Gemüse und Obst, wie Sie es schon kennen, sind so 5-mal am Tag, mit tierischen Lebensmitteln ergänzen, wenn möglich Milchprodukten, Vollfettprodukten, gesundheitsfördernde Fette, wie zum Beispiel pflanzliche Öle, ausreichend trinken, achtsam essen und sich die Zeit nehmen. Und genau, falls Sie das Gefühl haben, dass Sie das mit der Ernährung allein nicht hinbekommen, was sich auch immer anbietet, sind so Proteinpulver oder so hochkalorische Energy Drinks. Die helfen auch dabei, wenn man das nicht alles essen kann, ein bisschen die Kalorien hochzuhalten. Genau, dann kommen wir auch schon zur dritten Säule der Prähabilitation, nämlich der mentalen Gesundheit. In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass Angst und Depression sich auch nachteilig auf die postoperative Genesung auswirken können. Und in einer unserer Studien, auch an der Charité, haben wir zeigen können, dass vor allem Frauen mit Eierstockkrebs auch eine sehr hohe Angstbelastung haben. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, die mentale Gesundheit mitzunehmen in diesem Rehabilitationskonzept. Dabei gibt es ein paar Studien, die sich vor allem auf so eine mentale Gesundheitsintervention vor der OP spezialisiert haben. Und die konnten zeigen, dass ausreichende Information, Education, zu wissen, einen Fahrplan zu haben über die Behandlung, was sind denn die unmittelbar nächsten Schritte. Das kann hilfreich sein, um der Angst vorzubeugen und auch eine aktive Rolle im Genesungsprozess einzunehmen. Was sich weiterhin als sehr hilfreich erwiesen hat, sind Strategien, um den Stress zu reduzieren und auch die Widerstandsfähigkeit zu stärken, also wirklich aktive Coping-Mechanismen zu erlernen, um den Stress abzubauen. Und das sind zum Beispiel Entspannungsübungen und Gedankenreisen.
Und das Allerwichtigste ist einfach, dass Sie achtsam sind und auf Ihren Körper hören. Geben Sie sich die Zeit, machen Sie das, was sich richtig anfühlt für Sie. Übertreiben Sie es nicht, denn Sie kennen Ihren Körper natürlich am besten und wissen, was am besten für Sie ist. Zu dem ganzen Programm kann ich Ihnen hinterher auch gerne einige Sachen aus unserem Projekt zur Verfügung stellen. Wir haben ein kleines Fitnessprogramm, wir haben Ernährungstipps auf der Website und vor allem diese Entspannungsübungen, auf die ich vorhin eingegangen bin, die haben wir auf der Website der Charité in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Pimoradi Siuli, Psychosomatikerin, mit einer Heilpraktikerin, Frau Puttig und auch Frau Lohrmann, selber Betroffene und auch eine unserer Study Nurses in dem Projekt, entwickelt. Und wir haben bisher sehr positives Feedback dazu bekommen. Also kann ich hinterher gerne auch die Links dazu zur Verfügung stellen. Und dann bedanke ich mich jetzt auch schon für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Lehm, dass sie Ihre Stimme durchgehalten hat und vielen Dank für die vielen Informationen. Für die einen vielleicht nicht ganz neu, für die anderen auf alle Fälle neu, weil einige sind wahrscheinlich hier dabei, die vielleicht auch bei Ihrem Programm mitmachen, wie ich weiß. Seit wann läuft das Programm jetzt, die Studie oder Ihr Test? Also die Studie ist schon eine ganze Weile in der Vorbereitungsphase und Rekrutieren. Also aktiv ist es seit Dezember 2021 und wir werden noch bis Dezember diesen Jahres rekrutieren, voraussichtlicherweise. Okay, das ist dann für Patientinnen an der Charité geöffnet. Genau, also wir machen die Studie an der Charité und in Essen, an den evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Die machen die gleiche Intervention zur gleichen Zeit. Also dort ist es auch möglich, teilzunehmen. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß, dass einige Teilnehmerinnen heute aus Essen zugeschaltet sind. Insofern können die das auch gerne weitergeben nach Essen. Ja, Herr Professor Siuli, möchten Sie noch etwas ergänzen aus der Praxis? Ich weiß, wir hatten mal kürzlich erst einen Film zum Thema Operationsvorbereitung, Mythen und Fakten aufgenommen. Und da ging es unter anderem auch um den Fakt, vor den Operationen möglichst nichts zu essen. Und Sie sagten, nein, auf gar keinen Fall, es braucht da Energie. Können Sie da nochmal einsteigen? Ja, absolut. Also wir wissen, dass eben normalerweise es ausreicht, 6 Stunden nicht zu essen und zu trinken. Und man darf seit 4 Jahren in den Leitlinien auch 2 Stunden vor dem operativen Eingriff noch klare Flüssigkeiten zunehmen, einen Tee zum Beispiel oder einen Fruchtdrink. Und wenn man das aber sich anschaut in den Kliniken, sind die Frauen bis zu 16 Stunden nüchtern. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie wollen beim Berlin-Marathon mitmachen und sind dann 16 Stunden nüchtern. Also das wird keine gute Zeit wahrscheinlich. Und deswegen machen wir es so bei uns, dass wir die Patienten jetzt morgens um 5 kurz wecken und den Patienten dann einen Zuckerdrink zukommen lassen, weil wenn die Frauen unterzuckert in eine Operation gehen und der Körper reagiert mit der Narkose, mit der Operation, mit dem Schnitt, natürlich mit Stress. Und das macht auch nochmal eine Unterzuckerung. Das heißt, die Unterzuckerung wird noch stärker und das hat etwas damit zu tun, dass dadurch die Temperaturregelung eben einbrechen kann. Durch die Temperaturunterbrechung oder fehlende Stabilisierung kann es zu Blutungsstörungen geben, weil da bestimmte Faktoren, die die Blutgerinnung benötigt, dann eben nicht mehr richtig funktionieren in der unteren Temperatur. Das hat dann ganz viele Folgeprozesse und deswegen bin ich dafür, dass Patienten am besten sich selbst die Uhr stellen vor einer Operation und dann auch was trinken, bitte ohne Milch und ohne große Suppennudeln. Aber grundsätzlich ist es was Positives und das gehört auch dazu, dass wir eben versuchen, in diesem Projekt zu identifizieren, was nicht gut ist. Zum Beispiel ist schlecht zum Beispiel auch, wenn man am Tag vor der OP noch ein CT machen muss. Ist nicht gut, das ist Stress. Oder wenn 3 Ärzte 5 verschiedene Meinungen haben am Tag vor der OP, ist genauso schlecht. Also das sind so Dinge, die neben diesen Themen, die Frau Lee jetzt sehr schön auch dargestellt hat und wir auch ganz streng weiterentwickeln, zusammenbringen. Und ich bin auch ganz stolz, dass wir ja als Charité sind ja so die Wächter der Wissenschaft, aber wir sind auch offen und haben zum Beispiel auch eine Gedankenreise entwickelt,
die damals über eine Heilpraktikerin, aber dann auch mit meiner Frau, der Adak Pimoradi, psychosomatisch gemeinsam bearbeitet worden ist. Und vielleicht kann ja die Frau dir ja was von der Gedankenreise mal erzählen, aber das ist etwas, was die Patienten sehr, sehr gerne annehmen, mit etwas positiver Energie in so eine Operation, die ja keiner will, eben einen begleitet. Ja, genau. Also die Gedankenreisen ist wirklich ein Teil, auf den wir sehr stolz sind. Ich glaube, Frau Lohrmann ist auch im Publikum, die auch mitgewirkt hat heute. Wir haben Gedankenreisen für verschiedene Zeitpunkte sozusagen der Therapie uns überlegt, welche Zeitpunkte sind sozusagen nochmal wichtig. Wir haben eine vor der Operation, die soll sozusagen stärkend und runterbringen vor einer Operation mit positiven Gedanken. Eine unmittelbar nach der Operation, eine während der Chemotherapie, wie man sich sozusagen auch bildlich vorstellen kann, wie die Chemotherapie in einen reinfließt und also sehr bildlich alles gestaltet, wie die Chemotherapie auch die Krebszellen angreift. Und dann haben wir noch eine ganz allgemeine, einfach zur Entspannung, wenn man sich wieder zurückziehen muss, weil im Krankenhaus ist es doch relativ hektisch. Und wenn man dann wieder einen Raum braucht, um mal für sich runterzukommen, das haben wir. Und wir haben aber auch Atemübungen und einfach nur sozusagen autogenes Training, um sich da auch den Stress zu reduzieren. Also zwei verschiedene Aspekte. Und wir haben bisher wirklich sehr, sehr positives Feedback bekommen. Wie gesagt, ich kann den Link gerne gleich dann nochmal teilen. Das wäre ganz toll. Danke. Zum Thema auch mentale Vorbereitung oder auch Nachbereitung können wir Ihnen auch gerne nochmal unsere Kreativtour empfehlen, beziehungsweise unseren Rückblick auf die Kreativtouren der letzten 2 Jahre. Da haben wir eine riesige Mediathek erstellt auf unserer Stiftungsseite, wo viele Übungen zum Mitmachen dabei sind. Also ob das Schreibübungen, Atemübungen, musikalische Übungen, Bewegung, Yoga, also alles, was Körper und Geist stärkt. Also auch das fließt damit ein, auch an der Charité, das weiß ich, in der Schreibgruppe und Co. und der Bewegungsgruppe. Also da können Sie auch gerne nochmal reinschauen. Also ich habe ja die Aufgabe bekommen, die wesentlichen Inhalte auf 2 Folien zusammenzufassen. Das ist extrem schwer. Aber ich fand es gar nicht so schlecht, weil man sich so ein bisschen doch drauf versuchen muss zu besinnen, was Sinn macht und was tatsächlich wichtig ist. Und gerade bei der Diagnostik ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe versucht, das aufzuteilen, einmal in die Primärsituation, also wenn bei der Erstdiagnose und einmal im Rezidiv, wenn der Krebs wiederkommt. Das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Situationen. Und tatsächlich ist es auch da gar nicht so schwierig. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen, wie ich das auch für Studenten gemacht hätte, zu erklären, wie gehen wir vor, welche Untersuchungen müssen gemacht werden, welche können gemacht werden, welche sind absolute Basisuntersuchungen und vor allem, was folgert aus einer Untersuchung. Weil immer, wenn wir über Diagnostik reden, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es ja auch immer meistens eine Konsequenz hat. Also man sieht irgendwas im Ultraschall, man findet eine auffällige Stelle, man findet Bauchwasser oder sonst was. Was folgt eigentlich danach? Und gerade für diejenigen unter Ihnen, die schon ein bisschen länger unter Therapie sind, sie wissen, was das auch für Unruhe machen kann, wenn man Untersuchungen macht. Labor, da kann ein einfacher Laborwert ausreichend sein, der kann für sehr viel Unruhe sorgen, für sehr viel Ängste, für sehr viel Aufregung, die am Ende vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist. Fakt ist, dass wir beim Eierstockkrebs immer noch trotz intensiver Forschungsbemühungen das Problem haben, dass wir eigentlich keine so richtigen Biomarker haben. Das hat der Professor Sehuli vorhin schon einmal angedeutet. Biomarker sind also Markertests aus dem Blut oder auch aus dem Gewebe, wo man sehr früh erkennen kann, ob eine Krebsart vorliegt oder ob auch eine Vorstufe vorliegt. Denken Sie zum Beispiel an die Krebsvorsorge beim Gebärmutterhalskrebs. Das kennt eigentlich jede Frau. Der klassische Pap-Abstrich, ne, da ist es eben relativ einfach möglich, dass man mit einer einfachen Abstrichuntersuchung viele Informationen sammelt und auch schon sehr frühzeitig erkennen kann, ob hier eine Krebserkrankung oder eine Vorstufe vorliegt. Beim Eierstockkrebs hat das einmal was damit zu tun mit der Entstehung, das hat Professor Sehuli Ihnen vorhin erklärt. Das ist eben selten so ein Treppenphänomen, sondern häufig so ein bisschen so ein explosionsartiges Auftreten.
und eben die Tatsache, dass es keine Frühsymptome gibt. Und wir haben eben als einzigen Marker dieses BRCA, so heißt ja unsere Tour, also BRCA, das ist ja, wie gesagt, das haben wir heute schon oft gehört, aber ich erkläre es Ihnen einfach nochmal, weil es wichtig ist. Das ist letztendlich etwas, was mit DNA-Reparatur zu tun hat, also unseren Gen. Ja? Wir ständig teilen sich Zellen, die werden repariert und dabei entstehen auch Fehler, die eben normalerweise repariert werden. Und wenn diese Reparatur gestört ist, kann es eben zu Fehlteilungen kommen, ganz mechanistisch erklärt. Und da wissen wir ungefähr, dass in einem Drittel der Fälle von Eierstockkrebspatientinnen diese Genveränderung vorliegen kann. Ja? Das ist aber eigentlich das Einzige, was wir haben. Das ist sehr viel, das ist schon viel wert für uns, weil es eben für die Beratung eine Bedeutung hat, in der Diagnose, aber auch in der Therapie. Wie ist es aber nun, wenn die Erkrankung tatsächlich primär auftritt, also im Rahmen der Ersterkrankung? Wir wissen aus eigenen Untersuchungen, dass im Durchschnitt bis zu 5 bis 6 Arztbesuche vergehen können, bis jemand auf die Diagnose kommt oder bis die Diagnose gestellt wird. Und das erlebe ich auch immer wieder in den Sprechstunden, in der alltäglichen Praxis. Das ist genau der übliche Weg. Also es entstehen unspezifische Symptome wie Bauchschmerzen, wie eine Bauchumfangszunahme, wie Übelkeit, wie Erbrechen, die sich ganz unspezifisch anfühlen können. Einfach auch manchmal nur Abgeschlagenheit, gelegentliches Ziehen im Bauch, vielleicht auch mal ein Dickwerden des Beines. Also Symptome, die man jetzt gar nicht so unbedingt mit einer Frauenkrebserkrankung in Verbindung bringen würde. Dann geht man häufig zum Hausarzt, dann geht man vielleicht noch zum Orthopäden, dann geht man vielleicht noch zum Internisten und so weiter und so fort. Dann entsteht also eine Kaskade an Untersuchungen, bis die Verdachtsdiagnose Eierstockkrebs, Eileiter oder Bauchfellkrebs gestellt wird. Sollte das dann der Fall sein, ja, ist es allerdings relativ harmlos. Wir fangen an mit einer ganz klassischen Basisuntersuchung. Also Anamnese bedeutet in der Medizin immer die Krankengeschichte. Also wie lange haben Sie die Beschwerden? Wo kommen die her? Wie sehen die aus? Müssen Sie Medikamente nehmen? Also diese ganzen W-Fragen, relativ banal erklärt. Und tatsächlich, und das wird oft nicht gemacht, ist ein wesentlicher Teil der Diagnose eine gynäkologische Untersuchung und eine allgemeinkörperliche Untersuchung. Dazu gehört eben das Abtasten des Bauches, dazu gehört das Abtasten der Lymphknotenregion im Halsbereich beginnend und wirklich auch eine gründliche Untersuchung des gesamten Körpers. Weil viele von Ihnen kennen vielleicht das Symptom des Aszites, des Bauchwassers. Das kann eben oft so sein, dass das eben auch zu Wassereinlagerungen in den Beinen führt. Da muss man sich auch einmal die Beine anschauen. Und tatsächlich kann man aus der Krankengeschichte, also aus der Vorgeschichte, seit wann bestehen die Beschwerden, wie haben die sich entwickelt, und den bestehenden Risikofaktoren relativ gut schon eingrenzen, ob sich hier eine Eierstockkrebserkrankung hinter verbergen könnte oder nicht. Risikofaktoren hier sind gemeint vor allem familiäre Faktoren. Ja, also das habe ich Ihnen gerade erklärt, es gibt also eine Genveränderung, die kann vererbt werden. Und hier ist es eben relativ klassisch so, dass wenn in der Familie gehäuft Brust- oder Eierstockkrebserkrankungen auftreten, das Risiko grundsätzlich höher ist. Also wenn ich zum Beispiel also eine Patientin sehe oder wir hier sehen, dann gehört diese Familienanamnese essentiell zur Befragung der Patientin mit dazu. Und wenn wir das sozusagen durch haben, schließt sich anschließend eine auch wieder ganz einfache Untersuchungsmethode an, nämlich ein Ultraschall. Der Ultraschall durch die Scheide, die sogenannte transvaginale Sonographie und eben der Ultraschall über den Bauch, sogenannte transabdominelle Sonographie. Und erst wenn wir da drin sozusagen einen Unterbauchtumor vermuten, ob der jetzt vom Eierstock ausgeht, vom Bauchfell ausgeht, vom Eileiter, das kann man oft gar nicht so unbedingt auseinanderhalten, ist aber auch nicht wichtig. Und übrigens auch nicht, ob es rechts oder links ist oder auf beiden Seiten. Das sind eigentlich keine so ganz wichtigen Informationen. Und auch die Größe ist nicht unbedingt so wichtig, ja, sondern eher, wie das aussieht im Ultraschall. Also hat es einen glatten Rand, es ist eine schwarze Kugel mit Flüssigkeit drin, es ist sehr unruhig sozusagen begrenzt. Also da gibt es ganz klar festgelegte Kriterien für uns Ärzte, nach denen wir uns richten können. Und damit beschreiben wir erstmal diesen Tumor im Eierstock. Versuchen wir uns also ein Bild zu machen, wie sieht der aus? Sieht der eher gutartig aus? Sieht der eher bösartig aus? Oder ist es unklar? Und die dritte wesentliche Säule in der Untersuchung, in der Primärsituation, sind Tumormarker. Und hier, wie gesagt, ganz wichtig, das sind ergänzende Marker aus dem Blut, die uns helfen können, zu unterscheiden, handelt es sich eher um einen gutartigen Tumor, eher um einen bösartigen Tumor oder um irgendwas dazwischen oder was Unklares. Ja? Das heißt, das ist ganz wichtig, auch diesen Algorithmus mit zu befolgen. Und daraus ergibt sich letztendlich ein Risiko. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass wir aufgrund dieser bildgebenden Verfahren schon eine Diagnose treffen können. Und was Sie hier gar nicht sehen am Anfang in meinem Bild sind Untersuchungen wie CT und MRT. Weil die haben eigentlich
in der Diagnose, in der Erstsituation noch keine große Bedeutung in der Frage, um was handelt es sich eigentlich? Und Sie wollen als Patientin, wir auch, aber vor allem Sie wollen eigentlich wissen, was habe ich da in meinem Bauch? Was ist da im Eierstock? Ist das Krebs oder nicht? Und relativ mechanistisch ist es auch für uns dann so, dass wir auf der Grundlage dieser Untersuchung, der Risikofaktoren, der Untersuchungsergebnisse, der Ultraschallergebnisse und der Tumormarkerergebnisse unterscheiden, handelt es sich eher um eine gutartige Erkrankung? Ja, dann ist es zum Beispiel, wie Sie hier sehen, so, dass man schauen kann, muss man das unbedingt operieren? Kann man es vielleicht kontrollieren? Wenn man es operieren muss, kann man es meistens minimalinvasiv machen, also nicht groß. Ist es eher tatsächlich bösartig? Erst dann sehen Sie hier Untersuchungsmethoden wie CT und MRT, also Kernspintomographie, und eben etwas ausgiebigere Untersuchungen mit ja auch einer entsprechenden Strahlenbelastung. Das ist also so, dass quasi die CT-Untersuchungen eigentlich nur für uns wichtig sind, für uns Ärzte, wenn wir fragen, wollen wir operieren, wie sieht die weitere Therapie aus? Ja, also klar, das CT, das würde ein Radiologe ein bisschen anders sehen. Natürlich kann ein CT hervorragend dazu geeignet sein, um den Tumor im Bauch zu beschreiben, wo sind die Krebszellen, wie sieht die Peritonealkarzinose aus, wie ist sozusagen das sogenannte Tumorbefallmuster. Aber das ist eigentlich etwas für uns Ärzte und spielt erstmal in der Erstlinientherapie gar keine so große Rolle. Natürlich wollen wir wissen, gibt es Metastasen, also Absiedlungen außerhalb des Bauches, aber das ist ehrlicherweise trotz der fortgeschrittenen Erkrankung gar nicht so oft der Fall. Gehen wir mal zum Rezidiv. Da ist es deutlich schwieriger. Das Ovarialkarzinom-Rezidiv ist einfach eine extrem komplexe sozusagen Erkrankungssituation. Und ich habe es, wie gesagt, hier versucht, mechanistisch zu erklären. Aber das am Anfang, ganz, ganz am Anfang. Ich wollte eigentlich die Folie von Professor Sehudi nehmen, die er immer Ärzten zeigt, wenn es um die, oder die wir Ärzten auch zeigen, die ich auch sehr gerne zeige, wenn es um die Therapieentscheidung beim Eierstockkrebs geht im Rezidiv. Das ist eine Folie mit zig Feldern, zig Pfeilen in allen möglichen Richtungen. Und aber vor allem am Anfang eine Folie, in der ungefähr 20 Faktoren aufgezeigt werden, die in den Entscheidungsprozess mit eingehen. Liegt überhaupt ein Rezidiv vor? Und wenn überhaupt, wie sind die Therapieoptionen? Ja? Das heißt, so gerne wir das hätten, so komplex ist es einfach und eben nicht so banal. Fakt ist aber, wie wird ein Rezidiv diagnostiziert? Also wie kommt man da drauf? Da gibt es natürlich verschiedenste Wege. Die häufigsten Wege sind logischerweise entweder über die Nachsorge, wenn sie denn richtig und sozusagen gut durchgeführt wird, meistens aber tatsächlich über Symptome. Was nicht so gerne oder was wir nicht so gerne haben, ist, wenn man Untersuchungen macht ohne konkreten Anlass oder ohne konkreten Grund. Und das, finde ich, sollten Sie auch wirklich immer kritisch bei Ihren Behandlern und Ärzten hinterfragen. Warum empfehlen Sie mir diese Untersuchung? Warum soll die durchgeführt werden? Ja, es gibt natürlich Situationen, wo regelmäßige Kontrollen Sinn machen, aber in der Regel der Fälle im Rahmen der Nachsorge ist es so, dass eigentlich eine Basisuntersuchung, wie wieder gerade bei der Primärsituation, also basisgynäkologische Untersuchung, Basisultraschall, Tumormarkerbestimmungen, die allgemeine Untersuchung auch in Bezug auf viele andere körperliche Symptome durchgeführt werden soll und erst dann ergänzend darüber hinaus zusätzliche Untersuchungen in die Wege geleitet werden sollen. Weil wir wissen eben, dass das zum Beispiel geplante CT-Untersuchungen oder ungeplante CT-Untersuchungen in der Nachsorge unter Umständen zu einer Erkennung vom Rezidiv führen können, in der Regel der Fälle aber für sehr viel Unruhe, für Angst sorgen und nicht der Goldstandard sind im Follow-up. Ja. Natürlich ist es klar, dass die größte Angst ist, wann kommt der Krebs wieder und erkenne ich das dann nicht oder wird das nicht erkannt oder wird es zu spät erkannt und falsch behandelt. Da kann ich Sie aber beruhigen. Diese Angst kann man durch regelmäßige Tumormarkerkontrollen, kann man Ihnen einfach nicht nehmen. Das ist nicht das geeignete Mittel dafür und soll auch nicht durchgeführt werden. In der Leitlinie steht sogar relativ klar drin, dass Tumormarkerkontrollen, also die Tumornachsorge nicht tumormarkerkontrolliert stattfinden soll. Wir sind trotzdem der Meinung, dass es ein wichtiger Marker ist, eine wichtige Information. Aber eben, wenn Sie wieder an die 20 Faktoren denken, eben nur ein Teil der Geschichte. Und auf Grundlage eines einzelnen Laborwertes soll man einfach keine Therapieentscheidung treffen. Das ist relativ klar, sodass wir eben, deswegen habe ich Ihnen das hier auch nochmal zusammengefasst, also eine rein tumormarkergesteuerte Nachsorge sollte nicht stattfinden. Regelmäßige schnittbildgebende Untersuchungen wie CT und MRT sollte man ebenso nicht durchführen und wenn wirklich mit spezifischen Fragestellungen. Die gibt es ohne Frage, ja.
Also wenn sich beispielsweise der Tumormarker verdoppelt und Sie neues Bauchwasser haben, klar will ich dann ein CT haben, um zu wissen, ob der Krebs wieder da ist. Und natürlich will ich dann auch wissen, wo kommt er wieder, wie ist die Ausdehnung im Bauch, wie ist die Ausdehnung vielleicht auch in anderen Organen. Das sind auch vor einer erneuten Therapie extrem wichtige Fragestellungen, aber eben unter einer konkreten Frage. Dann gibt es eben eine ganze Reihe unterschiedlicher Untersuchungsmethoden. CT ist eben der Klassiker. Ja, Sie fahren in eine Röhre, da wird meistens noch Kontrastmittel gespritzt, um eben bestimmte Blutgefäße, Organsysteme besser darstellen zu können. Das MRT ist eine Untersuchung ohne Strahlung, hat wieder unter spezifischen Fragestellungen bestimmten Vorteil. Zum Beispiel im Rahmen der Leber ist es manchmal so, dass Befunde an der Leber im MRT besser beurteilt werden können. Aber wie gesagt, hier ist eigentlich die CT-Untersuchung in den allermeisten Fällen absolut ausreichend. Danach zur Erklärung, was ist ein PET-CT? Ein PET-CT ist eine bestimmte CT-Untersuchung, wo sozusagen ein, wenn Sie so wollen, radioaktiv markiertes Material Ihnen gespritzt wird. Und dieses Radionukleid, nennt sich das, wird besonders in stoffwechselreichen Arealen sichtbar. Und Krebszellen gehören leider eben dazu, teilen sich relativ schnell und werden dann im, sozusagen in dieser CT einfach farblich deutlich sichtbar. Also PET-CT ist eine spezifische Untersuchung, die wieder unter ganz bestimmten Fragestellungen uns Zusatzinformationen liefern kann. Und wie gesagt, auch hier nochmal mein Hinweis, hinterfragen Sie die Dinge wirklich immer aktiv. Warum muss diese und jene Untersuchung gemacht werden? Und vor allem, welche Bedeutung hat sie am Ende? Und wenn wir über Diagnose reden, noch eine persönliche Bitte an mich. Unser Gesundheitssystem ist ja auf dem Weg der Digitalisierung, aber es ist immer noch so, wir brauchen diese Befunde sozusagen immer in schriftlicher Form, aber auch in Bildform. Also bringen Sie immer alles, was Sie haben, mit. Lieber zu viel, sammeln Sie alles, was Sie an Informationen und diagnostischen Methoden bekommen haben und bringen Sie das sozusagen alles zu uns mit. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie geschafft habe, auf Zweifel und runterzubringen. Das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema. Und wir haben ja extra, glaube ich, auch Zeit eingeplant zur Diskussion. Also fragen Sie gerne sozusagen weiter. Und ansonsten bin ich auch wirklich immer wieder froh, unsere ganzen Informationsmaterialien zu zeigen. Wir sind auf vielen Kanälen vertreten, mit der Stiftung, aber auch von der Charité Frauenklinik aus. Und ja, alles ist digital eigentlich immer auch abrufbar. Und wir hoffen, dass wir das auch noch weiter voranbringen können, dass wir irgendwann noch digital vernetzter sind. Vielen Dank erstmal. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Zum Thema Digitalisierung hätte ich noch einen Slide im Anschluss, aber erstmal zu deinem Kernthema. Man merkt, dass das Thema Diagnostik auf alle Fälle hier alle Teilnehmerinnen stark interessiert. Und da sind auch einige Fragen eingetrudelt. Ich beginne mal von hinten. Da ist die Frage, mein Gynäkologe meint, die Krankenkasse würde den Ultraschall alle 3 Monate nach Eierstocktherapie nicht bezahlen. Kann das sein? Das ist Wechseln. Ja. Arztwechseln, ja, würde ich auch sagen. Nein, das ist komplett falsch. Also bei einer Krebserkrankung ist eine Nachsorgeuntersuchung vorgesehen, ja, alle in den ersten 2 bis 3 Jahren alle 3 Monate, danach 6-monatlich, danach sogar jährlich. Also das ist eine komplette Fehlaussage. Sehr gut. Dann, Herr Simuli, wollten Sie auch noch was sagen dazu? Nee, das war eigentlich genau zu dieser Frage. Ja. Also erstmal, wie gesagt, immer wenn man Beschwerden hat, ist ein Ultraschall auch, wird bezahlt. Und es gehört einfach dazu, Punkt aus. Die alleinige Tastuntersuchung ist sinnlos, Punkt aus. Gerade wenn es um Rezidive geht, ist der Tumor häufig außerhalb des kleinen Beckens. Deswegen sind wir eigentlich auch die Fans davon, dass man auch eine Oberbauchsonographie macht. Ein CT ist ja auch meine Frage, muss eine CT sein? Das ist ja nochmal so eine Frage, die auch heute bei mir in der Sprechstunde war. Ja, eine Patientin hatte einen Tumormarker, der war erhöht. Und jetzt ist der Tumormarker im Normbereich und jetzt ist sie im dritten Jahr und kommt mit einem CT-Lunge und einem CT-Bauch. Macht das Sinn? Ja. Und da würde ich jetzt einfach mal, ohne Herrn Dr. Armbrust ins Wort fallen zu wollen, die Brücke zu Frau Lee machen. Also es gibt 2 Strategien. Einmal, dass man in der Nachsorge sagt, okay, was kann ich tun, um meine Gesundheit wieder zu stärken? Und was kann ich tun, um eine lebensbedrohliche oder bedrohliche Situation zu frühzeitig zu erkennen, um nicht etwas zu verpassen? Das sind so 2 Dinge. So,
Was aber nicht Sinn macht, wenn der Tumormarker erhöht war und ich den Tumormarker mit allen Grenzen der Welt nutze, als in der Nachsorge, und ich mache einen Ultraschall, mache eine klinische Untersuchung, der Tumormarker ist normal, dann zusätzlich normal die Frauen in so ein Röntgengerät zu bringen. Weil warum? Einmal sind es Röntgenstrahlen, das zweite ist aber, das sind Kontrastmittel, die dann auch wieder auf die Niere gehen. Also das muss nicht sein. Ja, also es bringt keine zusätzliche Sicherheit, wenn ich einen Ultraschall mache, einen Tumormarker, eine klinische Untersuchung mache und die sind unauffällig, dann einfach nochmal ein CT oder MRT zu machen. Das muss nicht sein, nur weil man eben das hat. Also eine Übertherapie kann leider auch Zeit, Kraft und aber auch Nebenwirkungen verursachen. Und das ist so die Kunst. Ja, natürlich kenne ich auch das Gefühl, dass man sagt, ja, der macht ja nichts oder die macht ja nichts und nur weil es nicht bezahlt wird. Nee, aber es geht auch um sinnvoll. Ne? Und wenn ich einen Tumor habe, der natürlich Biomarker unauffällig ist, das ist was anderes. Oder wenn es um Lymphknoten geht und so weiter, dann ist wieder eine ganz andere Diskussion. Ja, und so. Und deswegen ist das ganz relevant, immer zu gucken, welches Risiko habe ich und was ist die beste Methode, um mich zu begleiten und frühzeitig etwas zu erkennen. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass es nicht immer so ist, dass je früher, desto besser. Ist nicht immer so. Und manchmal ist das Leben ein Kompromiss, also nicht erst, wenn es so Beschwerden gibt, aber es bringt auch nicht jeden Tag ein CT oder ein PET-CT durchzuführen. Das ist so die Kunst. Und die Leitlinie, an der wir ja gerade gearbeitet haben, macht jetzt eher etwas offener, weil wir ja die Untersuchungsmethoden erlauben. Wir haben aber nicht vorgegeben, natürlich, dass das sein muss. Ne? Aber immerhin, und deswegen denke ich, Frau Fechner, ist das ein guter Hinweis von Ihnen, dass wir sagen, okay, die Diagnostik, aber wir müssten wahrscheinlich gemeinsam als Stiftung, aber auch mit den Kommissionen einen kleinen Algorithmus den Patienten zur Verfügung stellen, weil es kann nicht sein, nur weil der eine mehr Röntgen mag, dass die Frau mehr Röntgen bekommt, der eine macht mehr Ultraschall und kriegt mehr Ultraschall. Es muss ja irgendwie nachvollziehbar sein. Und deswegen bin ich da Ihnen auch dankbar, dass Sie dieses Thema platziert haben, aber wie gesagt, Herr Armbrust, denkt wahrscheinlich ähnlich wie ich, gehe ich mal davon aus. Genau so, ja. Nee, tatsächlich ist es so. Das finde ich auch einen guten Vorschlag, nochmal wirklich zu gucken, dass wir das irgendwie in Bildform fassen, weil das ein alltägliches Thema ist, eben die unterschiedlichen Untersuchungsmodalitäten. Weil hier ist nämlich dazu passend auch eine Frage im Chat. Also da berichtet eine Patientin, dass noch nach einem Jahr noch Schmerzen im Bauch sind. Na, ob da jetzt ein Rezidiv vorliegt, das ist eben genauso ein Fall, ne? Also Die Operation, die Chemotherapie hinterlässt natürlich Spuren und gerade solche Schmerzen gehören dazu. Also erstmal würden wir immer empfehlen, Schmerzen sollen behandelt werden, sind prognostisch relevant. Also nehmen Sie das ruhig ernst und sprechen Sie das an. Trotzdem wäre das jetzt erstmal, wenn das seit einem Jahr besteht, kein Warnhinweis, wo man jetzt eben durch eine zusätzliche Untersuchung mehr Sicherheit gewinnen könnte, sondern eben die Rezidivdiagnose stellt sich aus mehreren Faktoren zusammen, wo das ein Teil sein kann, also ein neu aufgetretenes Symptom. Allerdings, wenn das eben seit der ersten Operation besteht, würde das jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt hinweisend sein. Also von daher denke ich auch, ist das wichtig. Dann fragt noch eine Patientin, ob ein CT nicht gut ist, um schon mal einen Überblick zu haben, um keine Überraschung bei der Operation sozusagen zu erlangen. Wollen Sie das beantworten, Professor Seuli? Nein. Das ist Ihr Kapitel jetzt. Okay. Ja, nee, also eben nicht, ne? Also wie gesagt, die Tumorausbreitung beim Eierstockkrebs ist ja dadurch häufig gekennzeichnet, dass sie am Bauchfell sich ausbreitet im Bauch. Und alle Organe im Bauch, die von Bauchfell umgeben sind, was viele sind, unter anderem der Darm, können betroffen sein. Jetzt ist es aber so, dass es häufig kleine Knötchen sind, die man tatsächlich erst während der OP wirklich sieht. Also das CT hat einfach eine Auflösung, wo man erst ab einer bestimmten Größe und auch Form diese Knötchen erkennen kann. Und ja, natürlich kann das CT helfen, uns einen Überblick zu bekommen, aber es sozusagen schützt uns nicht erstens vor Überraschungen, die es so in der Form eigentlich auch nicht so häufig gibt, zumindest in erfahrenen Zentren. Und das wirkliche Ausmaß der Ausdehnung erkennt man eben erst durch diese große Operation, weil man hinter den Magen schauen muss, hinter die Leber und sich sozusagen alles den... Was das Juli hat mal so schön gesagt, habe ich mir gesagt, die Körper entfalten muss. Also ist ja alles irgendwie gefaltet. Und das muss man sich alles erst anschauen. Und das kann man im CT nicht 100% beantworten. Genau, unabhängig davon, dass wir das ja als Routinemethode trotzdem machen.
Ja. Das heißt, vor der Operation sollte man durchaus, damit man eben keine groben Überraschungen hat, eine CT-Untersuchung durchführen, damit man auch, sage ich jetzt mal, so ein Gefühl bekommt. Also meistens ist das so, wenn er sagt, da ist Krebs, dann ist es meistens auch so. Wenn das CT sagt, da ist nichts, heißt das nicht, dass nicht doch was da ist. Aber es ist trotzdem gut, dahin zu gehen. Aber wichtig ist, nochmal, klinische Untersuchung, das, was der Dr. Armbrust gesagt hat, Dynamik der Symptomatik. Dynamik ist ganz wichtig. Nimmt das zu? Ist der Gewichtsverlust, nimmt der stärker? Nimmt der ab? Und so weiter. Die Schwäche, hat die eine neue Dynamik bekommen? Oder die Blutarmut? Dann eben das CT als Orientierung, dann eben die Methode, was war vorher behandelt worden? Wie war das Ergebnis im Sinne der guten Wirkung, aber auch der schlechten Wirkung, um dann eben geplant mit diesen Informationen und dem Gefühl auch der Patientin, was sie eigentlich so kann und was sie nicht gerne haben möchte, in so eine Operation zu gehen. Also deswegen ist das schon mal eine Basis. Aber wie gesagt, das ist keine Endwarnung, aber man sollte eine Basisuntersuchung schon vor so einer Operation haben. Ist doch, das ist absolut sinnvoll. Eine Frage bezieht sich direkt die Nachsorge nach einer Stick-Liaison, ob es da eine sinnvolle Nachsorge gibt. Könnt ihr dazu was sagen? Also Stick, für alle, die das nicht wissen, ist ein Vorläufer einer Eierstockkrebserkrankung. Das Wissen darüber ist noch nicht allzu alt, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist eben eine ganz frühe Veränderung, die im Eileiter gefunden wird. Professor Sihudi hat ja dieses Bild gezeigt zur Entstehung von Eierstockkrebs, und der häufige sogenannte High-Grade-Seröse-Typ entsteht eben aus solchen Stick-Läsionen. Wir machen es so, dass also bitte korrigieren Sie mich, Professor Siruli, wenn das nicht ganz korrekt ist, aber wir würden so eine Erkrankung ehrlicherweise genauso nachsorgen wie eine Eierstockkrebserkrankung. Es hängt aber davon ab, wie sie therapiert worden ist, ne? Also wir haben das, ja, so würde ich das im Prinzip zusammenfassen. Das heißt, auch hier würden wir eine regelmäßige gynäkologische Untersuchung mit Ultraschall und so weiter empfehlen, weil wir auch schon Fälle gesehen haben, wo eine Absolut. Stickerkrankung vorlag und es aber dann im Sinne eines Rezidivs doch zu einer sozusagen fortgeschrittenen Erkrankung kam. Ja, also wir sind ja hier so ein Fachpublikum. Sie kennen ja schon die einen oder anderen hier, das ist schon das ganz Besonderes. Also nochmal zum Erklären. Der Eileiter hat eine Krebsvorläuferstufe, ist an sich kein Krebs, geht rückwärts zum Eierstock oder auch zum Bauchfell und kann dort zum Krebs werden. Kann, muss nicht. Was ganz wichtig ist, dass diese Krebsvorläuferzelle kann aktiv sein, kann ausgewandert sein und als Krebs schon existieren. Und trotzdem gibt es hier noch Nachschub von Krebsvorstufen und da ist schon ein Krebs. Das heißt, das Erste, was man machen muss, wenn jemand die Krebsvorläuferstufe nachgewiesen hat, bei einer Eileiter-Operation zum Beispiel, dass man ausschließt, dass schon Krebs da ist. Und zwar jetzt. Ja, das kann also zum selben Zeitpunkt schon da sein. CT und so weiter. Und dann wird in der Regel auch eine Operation gemacht. In der Leitlinie steht, dass man das so ähnlich wie Eierstockkrebs operieren würden. Wir würden es ein bisschen weniger aggressiv operieren. Wir würden das machen ohne Lymphknoten beispielsweise. Aber das ist so, sind Feinheiten. Kann bedeutet, ich habe Frauen in meiner Sprechstunde, die Stick hatten und schon 6 Jahre danach sind und immer noch keinen Krebs haben. Es muss nicht Krebs geben. Trotzdem sollte man eine Nachsorge machen, die noch nicht ganz klar ist, wie man die macht, weil ich weiß nicht, ob man die wirklich alle 3 Monate machen muss dann, aber wir machen es erstmal so. Wichtig wäre aber, bei diesen Frauen als erstes eine genetische Testung zu machen. Das wäre das Erste, finde ich. Weil das ist genau der Ansatz, dass man es eben erkennt für sich, aber auch für die Familie. Deswegen passt das zu dieser Bracker-Tour wieder, dass man eben erstmal guckt, ist nicht das tatsächlich schon ein vererbbarer Krebs? So, und dann würde man natürlich auch ein bisschen strenger sein, dann würde man auch die Brust untersuchen, die Mammographie und so weiter alles durchführen, ne? Aber was nochmal ganz wichtig ist, es muss nicht zum Krebs werden. Und ich habe, wie gesagt, diese Patienten, wo ich genau das so mache, ich mache da Tumormarker, mache den Ultraschall und so weiter. Und es sieht weiterhin bei ihr sehr, sehr gut aus. Sehr schön. Weil Sie gerade noch mal angesprochen haben, die BRCA-Testung, unsere Tour heißt ja eben BRCA-Plus-Tour. Und BRCA-Test als Diagnostik
gibt es ja jetzt auch die oder seit einigen Jahren diese HLD-Testung. Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen, an welcher Stelle das jetzt getestet wird, für wen das sinnvoll ist, in welchem Rahmen? Also das kann ich beantworten. Also erstmal, HRD-Test bedeutet erstmal grundsätzlich, dass man rausgefunden hat, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es um Reparaturmechanismen geht. Und man weiß eben mittlerweile, dass nicht nur diese eine Genveränderung zu dieser einen sozusagen Veränderung in einem Enzym-Reparaturmechanismus führen kann, sondern da ein bisschen mehr dahinter steckt, um es ganz grob zu formulieren. Und im Prinzip weiß man, dass Patienten, die BRCA negativ getestet sind, zu einem relativ großen Teil trotzdem eine Auffälligkeit oder Störung in diesem Reparaturweg haben. Und das sind dann die sogenannten HRD-positiven Patienten. Und weil das wiederum eine unmittelbare Konsequenz für die Therapie hat, es gibt nämlich sozusagen zwei verschiedene dafür zugelassene Therapien, die deutlich positive Effekte auf die Krankheitsprognose haben, ist es eben so, dass man Patientinnen, also wir machen das in der Charité so, dass wir alle Patienten grundsätzlich, also das ist auch generell so, sollten auf BRCA getestet werden. Und man sollte dann das sollte eigentlich schon fast während des operativen Aufenthalts passieren oder in die Wege geleitet werden. Und nach spätestens 3 Zyklen Chemotherapie sollte man schauen, wie ist dieses Ergebnis? Und wenn das negativ ist, das BRCA, dieser Test, sollte man eine sogenannte HRD-Testung machen. Und darauf eben auf deren Grundlage dann die sogenannte Erhaltungstherapie eben anpassen, damit man spätestens, wenn die Chemotherapie vorbei ist, weiß, wie sieht die Erhaltungstherapie aus. Kombination aus Tabletten und Infusion oder nur Tabletten und so weiter. Das ist dann nochmal so eine Detailfrage. Aber sollte absoluter Standard sein. Super, vielen Dank. Gut, wir haben noch eine Frage im Chat zum Thema Biopsie beim Bauchfellen. Werden beim Bauchfellen nur die paar unauffälligen Biopsien gemacht und dann auffällige Knoten an Gewebe oder gibt es auch andere Indikationen wie starke Verwachsungen, die zum Bauchfellentfernung führen? Entzündung führen wahrscheinlich. Marlene oder Professor Sihuli, will jedes jemand? Bitte, Frau Lien. Ja, Marlene. Geht um die Biopsien. Ob es noch andere Gründe gibt, warum Bauchfell entfernt werden muss, außer Krebs? Außer Krebs? Ja, also Robert, ich glaube, du kannst die Frage ein bisschen besser beantworten als ich. Ja, du bist ja auch wirklich stark erkältet. Also, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also man entfernt natürlich nur Gewebe, wenn es irgendwie erkrankt ist. Ja. Also im Sinne eben von krebsartigen Veränderungen am Bauchfell. Aber dadurch, dass ja viele Organe von Bauchfell auch umhüllt sind, also es gibt einmal das Bauchfell quasi wie eine Tapete an der Wand und das, was Organe umhüllt, ist es natürlich so, wenn man ein Stück Darm entfernt, entfernt man auch einen Teil von diesem Bauchfell mit quasi, ne? Also bei anderen Organentfernungen würde ich jetzt mal grob sagen. Und dann gibt es auch noch gutartige Veränderungen am Bauchfell. Also es gibt ja nicht nur Krebs, ne? Es gibt zum Beispiel bei Borderline-Tumoren, also diese sozusagen nicht Krebstumoren des Eierstocks, sondern so an der Grenze von Border. Da kann es auch sogenannte Implantate am Bauchfell geben. Und dann gibt es natürlich in der Gynäkologie bei uns eine extrem wichtige Erkrankung, die sogenannte Endometriose. Also Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter, die ist klassischerweise auch am Bauchfell. Und das wäre ein anderer Grund, warum man das Bauchfell entfernt. Also das wird auch sehr häufig bei diesen Operationen auch sehr großflächig gemacht. Okay, danke. Und dann gibt es noch eine genetische Frage, ob bei einer vorliegenden BRCA1-Mutation nach Eierstockkrebs eventuell auch nochmal die Bauchspeicheldrüse, also Vorsorgeuntersuchung für die Bauchspeicheldrüse gemacht wird. Gibt es da Zusammenhänge? Ja, also es gibt Zusammenhänge. Es gibt also durchaus Bauchspeicheldrüsenkrebs, die auch genetisch belastet ist. Das ist aber sehr selten, aber die gibt es. Deswegen gibt es auch Studien für die PARP-Therapie beim Pankreaskarzinom, wenn jemand eben eine BRCA-Mutation in sich trägt. Das Blöde ist nur, dass es keine echte Vorsorgemethode gibt beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Das ist ein blödes Organ, muss ich sagen. Warum? Weil dieses Organ hat keine Kapsel. Ja, das ist eigentlich wie eine Schilddrüse, die einfach im Bauch liegt.
Und deswegen ist das ein Gewebe, was sehr weich wie Butter ist und der Krebs sehr schnell leider streuen kann. Deswegen sind die Prognosen, ohne jetzt Bauchspeicheldrüsen-Spezialist zu sein, schon etwas besser als vor einigen Jahrzehnten, aber immer noch sehr schlecht. Aber es gibt kein echtes Vorsorgekonzept und dass eine Frau, die jetzt Eierstockkrebs oder Brustkrebs hat, die jetzt auch noch zusätzlich Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt, ist theoretisch möglich, kenne ich aber bisher nicht. Ich habe schon Frauen erlebt, die eine Blutkrebserkrankung hatten aufgrund BRCA1, also eine AML zum Beispiel. Und ich habe auch schon erlebt, dass die eben Brust- und Eierstockkrebs natürlich hatten, aber dass jemand noch einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte, ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt hier unterwegs, habe ich noch nie erlebt. Und wenn ich das nicht gesehen habe, muss das wirklich sehr selten sein. Dankeschön. Damit schließen wir jetzt die Runde der Fragen erstmal ab. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, gerne auch bei uns an unsere E-Mail-Adresse schicken und wir beantworten sie im Nachgang. Aber ich habe noch eine Frage hier, total schön, weil Sie wissen ja, ich bin ja so philosophisch angehaucht. Warum wird der etwas nutzlose Blinddarm nicht mit Standard bei der Stadio mit entfernt? Ja, also, und zwar, das hat was vielleicht auch mit meiner Spiritualität zu tun. Ich glaube, dass der liebe Gott oder wer dafür zuständig ist, nicht wirklich nutzlose Organe ins Leben geworfen hat. Was nicht heißt, dass jedes Organ nicht doch eine Funktion hat. Aber ich bin genauso dagegen, irgendwie Eierstöcke zu entfernen, weil man nicht mehr nur schwanger werden kann oder Eizellen braucht. Und wenn, denken Sie mal an den Zahnarzt. Ja, also ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Zähne bräuchten zum Essen, zu dem wir alles schon vorgekocht kauen. Ein Blinddarm zu entfernen ist möglich, aber ist sogar in der neuen Leitlinie bei den schleimbildenden Tumoren wird das nicht mehr als Empfehlung ausgesprochen. Warum? Weil natürlich ist es eine banale OP, aber ich habe auch schon Menschen gesehen und denken Sie an der Mutter von Ibn Sina, von Avicenna, die ist ja damals an Blinddarm verstorben, ist das auch bei einer Operation grundsätzlich möglich. Das heißt, deswegen darüber nachzudenken und sagen, ja, da haben wir die Gallenblase kann ja raus, der Blinddarm kann raus und so weiter. Was nicht heißt, wenn es so auffällig ist, dass man den ganz schnell entfernt. Das ist eine OP, die dauert 3,5 Minuten. Aber ich finde, und das ist ja auch so das, was wofür wir stehen, dass man nicht über Nutzlosigkeit, sondern was ist sinnvoll. Ja, und natürlich ist das nicht blöd, darüber nachzudenken und auch darüber zu sprechen mit der Patientin, wenn ich jetzt einen riesen OP-Schnitt mache und der Blinddarm ist noch da, dass ich das entfernen kann, aber auf keinen Fall als Standard und nicht als Muss. Ja, also das ist nochmal eine wichtige Geschichte und deswegen haben wir auch das mit der Prähabilitation. Das ist immer dasselbe Konzept. Was kann ich, was ist wichtig, was ist notwendig und was kann meiner Gesundheit sogar gefährden. Aber jetzt nur zu überlegen, was ist nutzlos oder was ist nützlich, dann kommen wir in eine sehr schwierige Frage, Diskussion. Vielen, vielen Dank, ja. Ich würde gerne abschließend noch zwei Tipps quasi in die Runde geben. Ich teile mal kurz. Und zwar in unserer TH-App, also unsere Therapiebegleiter-App Eierstockkrebs, da gibt es in den nächsten Wochen ein neues Update und mit einem neuen Beitrag zum Thema Tumormarker und Blutwerte von dem Kollegen aus der Charité, Dr. Pietzner, geschrieben. Also da können Sie gerne sich den neuen Beitrag downloaden und sehr spannend geschrieben auf alle Fälle. Das möchte ich gerne hier noch mitgeben, weil das ja so schön passt. Und als zweites ein Ausblick in den Mai. Jedes Jahr, wie Sie vielleicht wissen, gibt es den großen Welteinstockkrebstag weltweit begangen. Und von unter anderem von uns, von der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs als deutsche Veranstaltung organisiert, online wie auch vor Ort. Und in diesem Jahr im Crosstalk mit den Friseurinnen und Friseuren des Landes. Und da freuen wir uns sehr, weil wir das Thema rund um Haare und Haut, Haarverlust, als auch Zweiter, als auch Nebenwirkungen also Haut und Haare aufgenommen haben mit Expertinnen wie Frau Dr. Adler zum Beispiel oder Frau Professor
Kichler aus München die Beiträge online Ihnen zur Verfügung stellen. Also wir freuen uns da, wenn Sie aus Berlin und Umgebung sind, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn Sie am 7. Mai zu unserer Parade nach Berlin kommen. Und ansonsten die Awareness Info Week, wie schon gesagt, jeden Tag werden spannende Videos von den Experten und Expertinnen gepostet. Und wenn Sie selber Tipps haben, wie Sie damit umgehen oder umgegangen sind, würden wir uns auch sehr freuen für die Community. Also wir sammeln noch ganz, ganz fleißig Tipps und Tricks für rund um Haare und Haut. Ja, und wenn Sie eine nette Friseurin oder einen Friseur haben, der diese Aktion unterstützen möchte, kann bitte die Info an Frau Fechner. Also die Aktion heißt ja, wie heißt die, mein Friseur und ich oder was? Oder meine Friseurin und ich? Friseuren gegen Krebs, mein Friseur und ich. Genau. Genau. Lasst uns über Eierstockkrebs sprechen. Ja. Und wir sind in Kontakt mit vielen Friseurstudios deutschlandweit, mit zweiter Studios deutschlandweit, die bei der Aktion mitmachen. Und wir organisieren gerade einen Schneidemarathon. Das heißt, eine Woche lang schneiden uns dann für den guten Zweck. Also gerne, gerne Ihren Friseur oder Ihre zweiter Beratungsstudios in die Aktion einbinden. Wir freuen uns da sehr über vielseitiges Engagement auf alle Fälle. Genau, das waren jetzt sozusagen die erstmal der Abschluss. Ich freue mich und danke für die vielen, die uns bei der ersten Veranstaltung mit dabei waren und Interesse gezeigt haben. Die unsere Beiträge werden wie immer per Video nochmal aufbereitet und in der Mediathek on demand zur Verfügung stehen. Und wie schon gesagt, auch Fragen gerne auch im Nachgang noch beantwortet. Mythen, Fakten zu Operationen als Videos hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz angekündigt. Die finden Sie auch unter anderem von Herrn Professor Siuli beantwortet in unserer Mediathek. Auch sehr spannende, sehr spannende Fakten haben wir da zusammengetragen. Das können wir auch sehr empfehlen. Und ich weiß, die Kollegen, Kolleginnen aus Essen von unserer befreundeten Gruppe Eierstockkrebs Deutschland haben in 4 Wochen auch einen Expertenstammtisch, ich glaube, mit dem Klinikum Essen Mitte, wo es auch um das Thema Operation geht. Also an der Stelle vielleicht auch noch ein Tipp. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns im Juni dann in der Runde wieder. Dann Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten, dabei sein. Vielen Dank an Sie, Frau Lee, an Robert, an dich und an Sie, Herrn Siuli. Ja, und Frau Lee müssen wir auch nochmal, die ist eigentlich krank, die fehlt hier unentschuldigt, aber die BRCA-Tour hat sie eben trotzdem gemacht. Also muss man schon sagen, also sehen, was für ein Engagement dahinter steckt. Und obwohl es, ja, aber bei uns das Thema so wichtig, Frau Lee, wir machen mal hier so ein Dankeswackeln an Frau Lee. Ja, man muss die Jugend ja fördern. Ich will alle Hände sehen hier. Richtig. Aber nee, vielen Dank, Frau Lee, dass Sie sich da so mit Ihrer doch etwas belegten Stimme sich hier trotzdem so engagiert haben. Aber sie macht da extrem wichtige Arbeit. Also vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank, ja. Also dann einen schönen Abend noch und bis bald. Bleiben Sie uns treu. Bis zur nächsten Veranstaltung. Tschüss.